Meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, wir reisen heute im ZDF Magazin Royal um die ganze Welt. Es geht um seltsame, merkwürdige Prüfungen. Sie werden Dinge erfahren, die man eigentlich gar nicht wissen will. Und heute werden hier vor laufender Kamera widerliche Sachen gegessen. Denn heute geht's im ZDF Magazin Royal um etwas richtig Dummes. Aber alle glauben, es wäre voll schlau. Komplett Arschlangweiliges. Das schon viel zu lang Teil der deutschen Leitkultur ist. Richtig geraten. Heute geht es um das mit Abstand ekelhafteste im Dschungel. Pflanzen. Oder, wie wir Urban Achievers sagen, Zimmerpflanzen. Grüne Superhelden. Zimmerpflanzen fürs Wohlbefinden. Wie uns Zimmerpflanzen glücklich machen. Mit Zimmerpflanzen kommt Natur ins Haus. Naja, mit einem Hochwasser an der A auch. Das muss also erstmal nichts Gutes bedeuten. Aber Zimmerpflanzen. Zimmerpflanzen. Menschen stellen sich Pflanzen in die Wohnungen. Na gut, aber was für Menschen, ne? Hi, ich bin Alex, lebe mit 120 Pflanzen zusammen und ich lade euch herzlich ein auf meine Roomtour. I'm Johnny and I'm a plantaholic. How did the addiction begin? Das sind jetzt alles kleine Babypflanzen, die alle gerade kleine, süße Mini-Blätter bekommen. Jede Pflanze wird hier bemuttert. Bis zum Erbrechen. Also man sagt tatsächlich, da gibt es auch einen Spruch, dass Haustiere die neuen Kinder sind und Pflanzen sind die neuen Haustiere. Ja genau, Haustiere sind die neuen Kinder und Pflanzen sind die neuen Haustiere und Kinder sind die neuen Airfryer. Aber mal ganz ehrlich, liebe Eltern, es ist nach 23 Uhr, wir können offen sprechen. Pflanzen zu Hause haben ist weird, aber immer noch deutlich besser als Kinder. Pflanzen stellen keine dummen Fragen, Pflanzen essen keine Popel, Pflanzen machen nicht unsere Träume kaputt. Ich hätte Profifußballer werden können. Oder wenigstens besser bezahlt als Horst Lichter. Zimmerpflanzen, das grüne Glück für zwischendurch. Nicht zu verwechseln, übrigens mit Schnittblumen. Nicht zu verwechseln mit Schnittblumen. Wer Schnittblumen liebt, ist nekrophil. Pervers. Der lässt auch jahrelang seine tote Mutter im Wohnzimmer auf dem Sofa sitzen. Kleiner Tipp, damit die Mutter länger hält, einfach die Füße schräg anschneiden. Klar ist sie tot, aber ich guck sie mir einfach gerne an. Ich schaue sie mir einfach gerne an. Schnittblumen sind Pflanzenleichen. Schnittblumen sind hochproblematisch. Rosen, die im Februar in unseren Läden stehen, kommen größtenteils aus Kenia oder Äthiopien und wachsen dort oft unter wenig romantischen Bedingungen heran. Arbeitskräfte sind billig, Arbeitsschutz- und Umweltgesetze nicht annähernd so streng wie in Deutschland. Schnittblumen sind bäh, Zimmerpflanzen sind yeah, die geben Charakter. Die leben. Viele N20er sind unglücklich, weil sie ihre Persönlichkeit nur auf Spikeball, Kombucha und ungeschützten Geschlechtsverkehr aufgebaut haben. Aber man kriegt in sein Leben so einen ganz neuen, besonderen, deepen Twist rein, wenn man auch noch Plant Lover in die Bumble Bio reinschreibt. Hier, wer so wohnt, ist doch eins mit der Welt. Das ist übrigens kein Foto, sondern das Nest einer Filzlaus unter Mikroskop. Richtig, liebe Biologieinteressierte, Filzläuse haben Man-Buns, das ist das, was so juckt. Aber gehen wir es zu Beginn vielleicht mal kulturhistorisch an. Warum stellen wir uns Pflanzen ins Zimmer? Schlechte Nachrichten, lieber AfD. Diese sehr gute Idee ist ausnahmsweise nicht von Hitler. Im 17. und 18. Jahrhundert kolonialisiert Europa weite Teile der Welt. Die Ausbeutung macht auch vor Pflanzen nicht Halt. Der europäische Adel ist fasziniert von exotischen Pflanzen und baut ihnen eigene Orangerieschlösser. Exotische Zimmerpflanzen werden zu Statussymbolen. Ja, wer Pflanzen in der Wohnung hat, äfft Adlige aus dem 18. Jahrhundert nach. Das ist kulturhistorischer Fakt. Ich bin mal gespannt, wann sich das endlich mal in der Lifestyle-linken Bergmann-Kiez-Bubble rumspricht. Die Zimmerpflanze ist ein Relikt des Kolonialismus. Wie Benin-Bronzen in deutschen Museen oder Edeka oder die Gedankenwelt von Hans-Georg Maaßen. Wir machen diese Demonstrationen gegen die AfD und gegen rechts wirklich Sorgen. Weil das sind Demonstrationen, die vom linken politisch-medialen Komplex organisiert werden. Die Menschen werden regelrecht aufgehetzt. Was sagst du, Guido? Was? Das ist Guido Pflanz, mein gewaltbereiter Drachenbaum. Was sagst du? Du wurdest nicht aufgehetzt vom linken politisch-medialen Komplex, sondern du bist als aktives Mitglied des anarcho-syndikalistischen grünen Blocks von selber darauf gekommen, dass Nazis scheiße sind? Und was, wie bitte? Was? Du findest das sogar gut, dass Nazis Angst bekommen wegen Demonstrationen gegen Nazis? Warum das denn? Du bist in der Pflanzifa? Wie unfassbar! Ich wollte es auch nicht glauben, aber es stimmt. Pflanzen sind linksextrem.
und sehr sensibel. Das ist angeblich bewiesen. Die Linke wird gemobbt und beschimpft und ließ angeblich nach ein paar Wochen deshalb sogar die Blätter hängen. Wird unsere gemobbte Pflanze eingehen? Zusätzlich zu den Lautsprecheraufnahmen können sich unsere Kollegen bei den Pflanzen austoben. So ein Versager, du kannst gar nichts. Ich habe noch nie so hässliche hängende Blätter gesehen. Du bist echt die schönste Pflanze, die ich je gesehen habe. Angeblich sollen Pflanzen tatsächlich auf Beleidigungen reagieren. Aber ganz ehrlich, wir erzählen hier im ZDF-Magazin Royal nichts, was nicht stimmt. Ich mache jetzt mal schnell einen Faktencheck. Du rotzhässlicher Vogel! Ich fick die deiner du unfähiger Schwanz! Guck mich so an mit deinen spitzen, eingeschissenen Arschblättern, du Kind eines LKWs voller Scheiße! Ich ficke die Reihe bei deiner Beerdigung, du Wurst, Alter! Ich hasse dich! Fuck you, Mann! Fuck you! Unglaublich! Das funktioniert ja tatsächlich. Heureka! Es lebe die Wissenschaft. Zimmerpflanzen haben Gefühle, wie Luke Mockridge. Pflanzen sind Menschen. Was ist eigentlich Guido Pflanz für ein Typ? Was ist, kann man das, ah ja, hier. Guido Pflanz ist ein Drachenbaum. Lateinisch Dracaena marginata, steht auf dem Plant Passport von Guido Pflanz drauf, der EU-Pflanzenpass. Wenn eine Zimmerpflanze in der EU von einem Unternehmen an ein anderes verkauft wird, dann muss da immer ein EU-Pflanzenpass drauf, damit Behörden direkt wissen, wo eine Pflanze herkommt, falls sie einen gefährlichen Schädling haben oder wieder erwarten rechtsradikal sind. Und auf Guidos Pflanzenpass steht NL, Nederlands, Niederlande, die Heimat der meisten Zimmerpflanzen. Denn für den Pass zählt nur das Land, in dem die Pflanze zuletzt kultiviert wurde. Die ursprüngliche Herkunft von Exoten wird verschleiert. Es kann also sein, dass im Pflanzenpass nur NL steht, weil die Pflanze dort zuletzt kultiviert wurde. Zuletzt kultiviert in den Niederlanden. Da kommt immer was Geiles bei raus. Nudeln, Turnschuhe, das Auto, Hitler. Alles zuletzt kultiviert in den Niederlanden, wie Guido Pflanz. Aber aufmerksame CDU-WählerInnen, ganz wichtig, eine lange Genderpause. Gerade bei der CDU möchte ich mir nicht vorwerfen lassen, nicht inklusiv zu sprechen. Es sind alle gemeint. Gerade CDU-WählerInnen fragen sich jetzt zu Recht, in den Niederlanden zuletzt kultiviert, schön und gut. Aber wo kommen diese Pflanzen, die in unsere deutschen Wohn- und Schlafzimmer eingewandert sind, eigentlich her? Wo kommen die eigentlich her? Die Zimmerpflanzen, die man in deutschen Möbelhäusern oder Baumärkten kaufen kann, bei Thom, Obi oder Ikea. Wo kommen diese Ökostaubfänger eigentlich her? Wir haben mal nachgefragt und diese Länder wurden uns genannt. Belgien, Dänemark, Deutschland, Israel, Italien, Mazedonien, Niederlande, Polen, Portugal, Spanien, Türkei, Brasilien, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama oder Ägypten, Äthiopien, Kenia, Uganda, China, Indonesien, Taiwan, Thailand und Vietnam. Unsere Zimmerpflanzen kommen aus der ganzen Welt. Eigentlich. Aber wenn sie vor dem Verkauf noch ein paar Wochen in irgendeinem niederländischen Gewächshaus rumvegetieren, schwupps, Herkunft NL. Aber ist doch schön. Ist das nicht ein positiver Gedanke? Egal, ob du aus Kenia, Honduras, Nicaragua, ob du aus Ägypten kommst. Hier, zip. Ist ein europäischer Pass, kleine Zimmerpflanze. Es geht doch. Willkommen in Europa. La 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 la. Und jetzt bist du eingeladen zum Podiumsdiskussion mit Katharina Barley. Da vorne ist sie. So. Ja, mein kleiner grüner Drachenbaum, angeblich aus den Niederlanden, aber wie sieht die Reise eines linksextremen Grünschnabels wie diesem hier wirklich aus? Wo ist der geboren? Wo kommen dessen Eltern her? An welcher Baumschule hat er seine mittlere Reife gemacht? Was hat der erlebt, bevor er in den Niederlanden und dann in der Gartenabteilung vom Baumarkt gelandet ist? Obi hat uns das mal im Beispiel erklärt. In Costa Rica wird beispielsweise die Dracaena marginata produziert, Drachenbaum. Die Stämme werden von der Farm auf dem Seeweg in die Niederlande gebracht, dort eingepflanzt und entwickeln ihre Wurzeln und Blätter. Auf Bestellung werden die fertigen Pflanzen per LKW in einen unserer Obi-Märkte geliefert. Ja, im tropischen Costa Rica wächst so eine Zimmerpflanze natürlich erstmal viel besser als in Mitteleuropa. Ganz anderes Klima als bei uns. Noch. Und der Anbau von Zimmerpflanzen in Costa Rica hat noch ganz andere Vorteile für den internationalen Pflanzenhandel.
Auf dem Rücken der Umwelt und der Niedriglohnarbeiter werden dort mithilfe von gefährlichen chemischen Pflanzenschutzmitteln und dem enormen Einsatz von Dünger Stecklinge im Akkord hochgezogen. Unsere Zimmerpflanzen sind schlecht für die Natur. Aber anders als bei Lebensmitteln interessiert das bei uns niemanden, der eine kauft. Niemand verlangt bei Zimmerpflanzen sowas wie ein Ökosiegel, weil Zimmerpflanzen selber aussehen wie eines. Dabei sind die meisten Zimmerpflanzen ungefähr so öko wie, keine Ahnung, diese Dachpfanne aus Asbest. Das ist metaphorisch gemeint, also. Ja, liebe Kids, so sah die Hot Chip Challenge bei uns früher aus. Das könnte mir alles in den Magen gießen, da passiert gar nichts, feuerfest. Es fühlt sich nicht gesund an, aber irgendwie cool. Angebaut unter miesen Bedingungen am anderen Ende der Welt. Im Seekontainer über den Atlantik nach Europa geschippert. In den Niederlanden im Winter mit künstlichem Licht, mit viel Wärme und Energie zuletzt kultiviert. Und auch die Erde, in der die Zimmerpflanzen stecken, ist oft nicht umweltfreundlich. Denn die kommt zum großen Teil aus Mooren. Moore binden fast doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder der Erde zusammen. Trotzdem wird auch heute weiter Torf abgebaut. Das meiste davon landet in Blumenerde. Und warum benutzen Unternehmen den fossilen Rohstoff Torf? Weil Torf billig ist. Und dazu ist er auch noch der perfekte Ausgangsstoff für Pflanzenerde. Torf, das sind abgestorbene Pflanzenreste, die unter Wasser geraten und so nicht vollständig zersetzt werden. Deshalb wird der Kohlenstoff in den Pflanzen langfristig in den Mooren gespeichert. Und Moore sind deshalb sehr, sehr wichtige Kohlenstoffspeicher. Wenn jetzt die Moore aber entwässert werden und der Torf abgebaut wird und für gartenbauliche Zwecke verwendet, dann gelangt das Sauerstoff zu dem Kohlenstoff in dem Torf und es wird CO2 gebildet, was dann als Treibhausgas freigesetzt wird. Nicht so gut. Aber keine Sorge, Pflanzenhändler haben das Thema Nachhaltigkeit bei Zimmerpflanzen inzwischen auf dem Schirm. Hier, Bauhaus schreibt zum Beispiel online: Bauhaus bezieht nahezu alle Pflanzen von Lieferanten, die eine Global GAP oder MPS-Zertifizierung durchlaufen und daher strenge Nachhaltigkeitsstandards erfüllen. Und Tom hat uns geschrieben: Alle unsere Produktionsstellen in der EU sind nach dem Standard Global GAP oder MPS zertifiziert. Und der Möbelmarkt mit den köstlichen Bücherregalen und den einfach zu montierenden Hackbällchen schreibt uns: Bei der Auswahl der Lieferanten oder Produzenten berücksichtigt IKEA die Zertifizierung nach dem MPS oder Global GAP Standard. Zimmerpflanzen nach Global GAP und MPS Standard. Das sind die wichtigsten Nachhaltigkeitszertifikate fürs gute Gewissen. MPS steht für das Milieuprojekt Zierfeld, auf Deutsch in etwa Umweltprojekt Zierpflanzenbau. Anders gesagt, MPS ist eine Stichting aus Nederland, die die Welt ein Stückchen grüner will machen. Das hier ist MPS. Embrace sustainable practices and cultivate a brighter future for our planet. Let's grow greener together. Oh, Gänsehaut. Wer ein MPS-Zertifikat bekommt, ist offiziell nachhaltig. Und das geht ganz leicht. Einfach nur circa ein Jahr lang immer wieder selbst seine Daten wie Stromverbrauch und Pestizideinsatz auf einer Website eintragen. Und so sammelt man dann Punkte. Am Ende gibt es noch einen Kontrollbesuch und schwupps, für gerade mal rund 1000 Euro hat man ein lecker MPS-ABC-Zertifikazi und gilt als nachhaltiger Pflanzenhersteller. Und das MPS-Zertifikat zeigt sogar, wie nachhaltig man ist. Weil Nachhaltigkeit ist ein Spektrum, wie der Pissegeruch in Bahnhofsaufzügen. Es gibt A+. A+, dann ist man als Pflanzenunternehmen ein Nachhaltigkeits-Alpha. 3, 2, 1. Alpha Plus, A Plus, wenn man als Unternehmen mindestens 90 von 110 möglichen MPS-Punkten erreicht und dabei besonders auf Pflanzenschutz, Düngemittel und Energie achtet. Wenn man aber nur 10 von 110 Punkten bekommt, dann ist man C. Das C steht für schlecht, das ist das Schlechteste. Darunter gibt es nur noch Durchgefallen und wer C bekommt, und das ist echt krass, der gilt laut MPS offiziell nur als nachhaltig. Okay. Also ein nicht so nachhaltiges Pflanzenunternehmen erkennen Sie an dem MPS-Prädikat nachhaltig. Das macht Sinn. Wir haben darum mal bei MPS angerufen und so getan, als wären wir ein aufstrebendes Pflanzen-Startup, das auch so ein Nachhaltigkeitszertifikat haben will. Am Telefon haben wir MPS im Vertrauen gesagt: Ey Leute, wir haben auf Kleinanzeigen
so ein Gewächshaus gefunden, das wir gerne thriften würden. Das ist ein bisschen Vintage und so, also eigentlich nicht nachhaltig. Aber ja, ich meine, Nachhaltigkeit schön und gut. So ein Zertifikat wäre ja schon irgendwie trotzdem schön, irgendwie, obwohl wir vielleicht nicht wirklich nachhaltig sind. Die Antwort von MPS: Wenn Sie alles mitmachen, kriegen Sie auf jeden Fall ein Zertifikat. Aber ob es dann genau das Ergebnis ist, von dem Sie träumen, sehen wir dann. Alles mitmachen, das heißt übrigens, wir müssen unsere Daten auf einer Website eintragen und uns einmal kontrollieren lassen. MPS hat uns am Telefon sogar noch einen Tipp gegeben, wie wir ganz easy 10 Nachhaltigkeitspunkte abstauben können. Arbeiten Sie mit Jungpflanzen, die auch aus einem MPS-Betrieb kommen? Dann kriegen Sie hier 10 Punkte nochmal obendrauf. 10 Punkte von 110, das reicht doch schon für das Prädikat nachhaltig. Richtig gut, das MPS-System. Das Gute am MPS-System ist, dass sie nicht verglichen werden mit einer Referenzgröße, die von einer Kommission festgelegt worden ist, wo gesagt wird, das ist ein guter Gärtner, das ist ein schlechter. Ihre Referenzgruppe sind immer Kollegen, die auch Grünpflanzen haben. Das bedeutet, MPS bewertet die Nachhaltigkeit eines Unternehmens im Verhältnis zu anderen Unternehmen. Wenn alle anderen scheiße sind, muss man selber nicht wirklich gut sein, um positiv aufzufallen. Verraten Sie es bitte nicht weiter, aber das ist ehrlich gesagt auch das Geheimnis meiner Fernsehkarriere. Damals war es Ekelsatire, heute ist es eine Partei. Aber wer steckt eigentlich hinter diesem strengen Zertifizierungssystem von Milieuprojekt Siertel? Raten Sie mal, wer steckt dahinter? Richtig. Richtig geraten. Die Pflanzenbranche selbst. Bei MPS im Vorstand sitzen laut ihrer Website fast nur niederländische Verbände und Organisationen aus der Pflanzenbranche. Ein Nachhaltigkeitszertifikat von der Branche für die Branche. Das wäre ja rein hypothetisch, als würde man als Juryvorsitzender des Deutschen Comedypreises den Deutschen Comedypreis gewinnen als bester Komiker. Zweimal nacheinander. Und sich hinterher ernsthaft für Deutschlands besten Komiker halten. A+, Alpha, sehr komisch. Aber so funktioniert das tatsächlich mit den MPS-Zertifikaten. Aber ey, es gibt für Zimmerpflanzen ja immer noch das andere Zertifikat. Global GAP. GAP, das steht für Good Agricultural Practice, also gute Agrarpraxis. Und kann das denn was? Global GAP ist ein Unternehmenssiegel. Also es wird von Unternehmen für Unternehmen vergeben. Es ist von den Kriterien nicht ausreichend. Sehr viele Kannbestimmungen, viel zu wenig verpflichtende Regelungen, so beispielsweise in Bezug auf Pestizide. Die Berichte, Kontrollberichte sind nicht öffentlich. Insgesamt ist es kein überzeugendes Label und können wir nicht empfehlen. Ja, aber auch für die Pflanzenbranche gilt, Selbstkontrolle ist ja erstmal nichts Schlechtes. Man geht ja auch nicht für jede Prostata-Untersuchung extra zum Arzt. Aber diese Zertifikate, Global GAP und MPS, garantieren eben nicht so strenge Nachhaltigkeitsstandards, wie Bauhaus behauptet. Es gibt ja leider auch keine Bambi-Garantie, wenn man ein Zertifikat der Heiner Lauterbach Meet Your Master Schauspielschule hat. Was ist Schauspielerei? Schauspieler transportieren Gefühle. Nun? Brennt etwa mein Haus? Ich war es nicht, ich war es nicht. Aber warum machen Sie das, junger Mann? Crime doesn't pay. Sie. Crime doesn't pay. Meet Your Master offensichtlich schon. Naja, meine Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, Zimmerpflanzen sind wie gute Schauspieler. Sie geben vor, etwas zu sein, was sie ganz und gar nicht sind. Zimmerpflanzen sind nicht nachhaltig. Sie sind nicht umweltfreundlich. Aber es gibt einen einfachen Trick, wie man das ändern kann. Wie Sie das ändern können. Wie Sie persönlich dieses ganze kapitalistische Verarschesystem ausdribbeln können. Ich verrate Ihnen jetzt hier im öffentlich-rechtlichen Fernsehen den ultimativen Zimmerpflanzen-Nachhaltigkeits-Hack. Vorsicht, könnte illegal sein. Aber jetzt mal wirklich, raus aus dem Konsumstrudel. Durchbrechen Sie den grünen Teufelskreis. Machen Sie mit. Lassen Sie sich nicht länger von gewinnsüchtigen baumarktpolitischen Komplex verarschen. Passen Sie auf, ich zeige Ihnen, wie es geht. Jetzt wird's krass. Jetzt wird's krass. Nehmen Sie eine Zimmerpflanze und machen Sie von Ihrer Zimmerpflanze eine Raubkopie. Machen Sie von Ihrer Zimmerpflanze eine Raubkopie. Das ist nicht nur regional, das ist nicht nur nachhaltig und billiger. Das ist auch genau das,
was diese kleinen antifaschistischen Torfrocker wollen. Denn Pflanzen sind linksextrem, vergessen Sie das nicht. Und passen Sie darum auf, was Sie sagen in geschlossenen Räumen. Denn sie sind verdammt nochmal überall. Beängstigende Stille im Studio des ZDF Magazin Royal.